Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einer Frage, die ich jetzt vor kurzem im Urlaub mehrmals gehört habe. Und zwar ging die Frage darum, so, ey Daniel, sag doch mal, Boeing sind doch die kleinen Flugzeuge und Airbus sind doch die großen Flugzeuge. Ob das wirklich stimmt, das klären wir in diesem Video. Also bleibt dran und wir sehen uns in ein paar Sekunden. She got the perfect imperfections. I know this girl that picks the blessing. I feel the need to tell the whole world. I wish to keep it going just schon mal gesagt, vorneweg, das stimmt nicht. Boeing und Airbus sind zwei verschiedene Flugzeughersteller, so wie Mercedes, BMW oder Audi. Die gehören nicht zusammen, produzieren eigene Flugzeuge oder eigene Autos. Der grundlegende Unterschied ist, Boeing kommt aus den USA, die produzieren in Seattle und haben den Hauptsitz in Chicago, Illinois. Und Airbus hat den Hauptsitz in Frankreich, in Toulouse. Also das eine ist ein europäischer Flugzeughersteller und Boeing ist ein US-amerikanischer Flugzeughersteller. Es gibt natürlich auch mehr, so wie Sukhoi Superjet, die aus Russland kommen. Oder Embraer oder Bombardier. Die stellen alle Flugzeuge her und das sind alles einfach verschiedene Flugzeughersteller. Jeder Flugzeughersteller hat aber verschiedene Kategorien, die nach den Wake Turbulenzen eingeteilt sind. Und natürlich haben sie dann auch gleiche Flugzeuge, aber dazu später mehr. Kommen wir kurz zu Airbus. So, Airbus hat den Hauptsitz in Toulouse, stellt aber verschiedene Teile in Hamburg oder in Spanien oder in England, auch in China oder in den USA her, um die verschiedenen Teile, zum Beispiel die Tragfläche aus Hamburg nach Toulouse zur Endfertigung zu bringen, benutzen sie den Beluga hier im Hintergrund zu sehen. Der Beluga ist einfach nur dazu da, um große Teile nach Toulouse zu bringen, die dann dort zusammengebaut werden. Oder auch in Hamburg-Fuhlsbüttel. Boeing produziert in Seattle. Naja, eigentlich kommt alles Gute aus Seattle, so wie Starbucks und die Seattle Seahawks. Aber das ist ein anderes Thema. Also, beide Flugzeughersteller stellen in verschiedenen Städten her und Boeing hat den Dreamlifter. Das ist eine umgebaute 747. Airbus und Boeing produzieren alle Teile selbst, außer die Triebwerke. Die Triebwerke werden von speziellen Firmen hergestellt. Das sind zum Beispiel Pratt & Whitney, General Electric, Rolls-Royce oder CFM. Kommen wir zu den verschiedenen Flugzeugtypen. Airbus-Flugzeuge fangen alle mit einem A an und starten dann mit einer 3. Aber der Airbus A220 ist eigentlich eine umgebaute Embraer-Maschine, deshalb hat er eine 2. Es gibt verschiedene Typen. Es gibt die kleineren Flugzeuge, das ist die A320-Familie. Dazu zählt der A318, 19, 20 und 21. Die besitzen eine Passagierkapazität von 160 bis 240 Personen. Anschließend gibt es noch den A330 mit ungefähr 340 Passagieren. Der A340 hat wiederum mehr Passagiere. Er kann bis zu 370 Passagiere tragen. Der A350 kann bis zu 350 Personen transportieren. Wiederum hat man mehr Platz für Gepäck, für die Beine und auch für Cargo. Das größte Flugzeug und das Flaggschiff von Airbus ist natürlich der Airbus A380. Das ist der erste Doppeldecker, also vollkommen durchgehender Doppeldecker. Und es ist das größte Passagierflugzeug, das es gerade auf dem Markt gibt. Wenn man das in einer Klasse hat, also nicht die First Class, die Business Class und die Economy Class hätte, würden bis zu 868 Passagiere hineinpassen. Natürlich braucht das Militär oder die Polizei auch Flugzeuge und dazu stellt Airbus auch verschiedene Militärflugzeuge her. Das ist zum Beispiel der Airbus A330 MRT oder der Airbus A310 MRTT. Das steht für Multi-Role Transport Tanker, heißt ein Betankungsflugzeug für Militärflugzeuge. Oder der A400M MRT für Multi-Role Transport. Die können wiederum Panzer transportieren oder Passagiere, also Soldaten oder irgendwelche andere Cargo.
Das sind auch die einzigen Flugzeuge bei Airbus, die mit einem Propeller ausgestattet sind und nicht mit einer Turbine. Aber das hat mit Flugeigenschaften und für die Ansprüche der Bundeswehr zu tun. Außerdem produziert Airbus auch Helikopter und Satelliten zusammen mit dem Adriane-Projekt. Kommen wir nun zu Boeing. Also alle Boeing-Flugzeuge fangen mit einem B an und darauf folgen mit einer 7. Da gibt es zum Beispiel das kleinere Flugzeug, also in der A320-Kategorie, die Boeing 737 mit ungefähr 180 Passagieren. Und dann geht es weiter. Aber die 747 ist das größte Flugzeug und das Flaggschiff von Boeing, wo bis zu 524 Passagiere in einer Klasse reinpassen würden. Die 757 kann bis zu 300 Passagiere nehmen und die 767 ungefähr 375 Passagiere. Außerdem haben wir auch die 777, also die 777, die zum Beispiel Emirates fliegt. Da passen bis zu 450 Passagiere rein und die 787 ist der sogenannte Dreamliner, wo bis zu 335 Passagiere hineinpassen. Boeing hat viele 747 zu einer 747-8F, also Freighter, umgebaut, so wie mein Kollege Captain Joe sie bei Cargolux fliegt. Auf jeden Fall baut Boeing auch Helikopter, das ist die CH-47 Chinook. Die haben aber auch verschiedene Militärflugzeuge wie die C-17, die B-52 oder der KC-135 Stratotanker. Es ist ja nicht nur so, dass Boeing sich nur auf Flugzeuge konzentriert. Unter anderem machen sie auch verschiedene wichtige Charts oder Karten für uns Piloten. Die haben eine Tochtergesellschaft, die heißt Jepson Sanderson. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass ihr jetzt verstanden habt, dass Boeing nicht die kleinen Flugzeuge sind und Airbus die großen Flugzeuge sind, sondern dass beide Firmen große und kleine Flugzeuge herstellen. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert diesen Kanal, um mich zu unterstützen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. She got the perfect imperfections. I know this girl depicts a blessing. I feel the need to tell the whole world, 'cause I know some girls who miss the message. I wish to keep it going just us. I wish these nosy hopes were just us. I got dreams to share just with you. You and I got that golden touch. You got like the perfect flaws. You look like you deserve it all. I can see that.